Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 8. Gut, mittlerweile mit einer Pistole ausgestattet und wir haben halt gesehen, mittlerweile ist Ethan auch etwas, hat halt direkt gecheckt, ob die Waffe geladen ist, nachgeladen. Ja, von daher, man merkt, dass er halt jetzt trainiert wurde. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? So, das hat jetzt schon mal gesessen. Ja, was wir was einiges verstanden. Ja, wie gesagt, wir haben ja Blocken, das was auch relativ gut funktioniert wohl im Spiel. Ja, haben den Kollegen jetzt erstmal auf die Bretter geschickt und können uns jetzt hier noch mal ein bisschen umschauen. Allerdings halt auch die Hälfte der Munition jetzt losgeworden. Die halten schon ganz schön was aus. Und eben gerade diese erratischen Bewegungen sehr schwer zu treffen. So, dann gönne ich mir mal den Bolzenschneider. Der ist natürlich auch nicht verkehrt. Hier geht es dann erstmal nicht weiter. Ja, und da oben geht es aber auch erstmal nicht weiter, beziehungsweise da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Okay, schauen wir uns ein bisschen um. So, da haben wir einmal eine Chemikalie. Und ein bisschen Kraut. Genau, und jetzt können wir halt wie vorher schon uns noch eine erste Hilfe herstellen. Juhu! Auch das gibt wieder eine Errungenschaft. Genau, Schießpulver und rustige Reste, dadurch gibt es dann, da können wir Munition machen. Brauchen wir allerdings jeweils zwei Stück davon. Aber auch das droppt relativ häufig. So, sonst ist erstmal hier nichts mitzunehmen. Hier haben wir noch eine Feuerstelle. Aber da gibt es jetzt nicht allzu viel. Ebenso wie der Ofen. Aber wenn man mal draußen irgendwie Essen zubereiten will, wenn es etwas wärmer wird, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Im Moment ist nur das falsche Wetter dazu. So. Den Bolzenschneider kriegen wir jetzt auch hier das Tor mal auf. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Übersicht. Da ist tatsächlich noch zu im Moment. Da bringt es auch nichts großartig rumzulaufen. Hier scheint irgendwas elektrisch zu sein, allerdings krakelt hier auch wieder irgendwas rum.
So wie sich das anhört. So. War hier noch irgendwas? Das müssen wir einen Schuh. Aber ich glaube, da können wir dann später mal drum kümmern. So. Dann einiges kann blockiert werden. Das machen wir direkt mal. Werden wir nämlich brauchen. So, bevor wir daran gehen, erstmal. Knarz. Umschauen. Gucken, ob wir hier noch was mitnehmen können. Klopft es ein wenig? So. Wie lang für die Pistolenmunition? So. Dann schauen wir noch mal weiter. Wird einfach nicht weniger. Aber zumindest können wir es hier mal kurz verbarrikadieren. So, da wäre noch eine Kiste tatsächlich. Ah, da ist er. So, ein paar rostige Reste. Vielen Dank. Ich fürchte, hat mich halt doch noch erwischt. So, und es hört allerdings auf jetzt. Is it over? Wer weiß, wer weiß. So, das Radio meldet sich jetzt aber wieder. Survivors? Okay, da haben wir zumindest schon mal eine Möglichkeit und ja, schon mal eine Stelle, wo wir hin können. Müssen halt nur gucken, wo Luisas Haus ist. Wer weiß, wer weiß. Okay, da jetzt hier erstmal wieder Ruhe ist. Ich glaube, da kommen wir auch nicht wirklich raus. Sonst mitgenommen haben wir hier alles. Da bist du dann reingekommen. Okay. Ja, tatsächlich haben wir jetzt hier erstmal Platz. So, der Zaun ist eingerissen. Von der anderen Seite verschlossen.
Ja, wir hören halt hier überall Rumgemache, Gekrächze. Du scheinst die Kiste zu bewachen, ne? So, schauen wir mal. So, wir können erstmal die Tür hier aufschließen. Ihr seid schon mal zu zweit. Wovon einer sich zurückzieht, das ist ja schon mal nicht schlecht. So. So, dann machen wir hier mal zu. Bitte halten. Ein wenig Schießpulver. Die okay. Shotgun. Damn it. Moment, da haben wir noch eine Schublade. Und halt eine Menge Pistolenmunition. Mehl. Auch das wird sich noch als nützlich erweisen. So, ein paar rostige Reste. There's no end to them. Ich habe netterweise sogar ein bisschen Loot da gelassen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Nein. Oh, das sind schon ein paar viele. So, Hallöchen. Wir laufen. Das ist wieder so ein Zeichen, wo wir nicht weiterkommen. Dort auch nicht. So, Hallöchen. Aua. Würdet ihr vielleicht bitte aufhören, mich zu schlagen, wenn ich euch nicht sehen kann? Jetzt sind wir wieder hier am Haus zurück. Du hast ein bisschen Schießpulver liegen lassen, das ist nett. Ja, da können wir erstmal noch nichts mitmachen. Wir haben ja gerade ein bisschen Zeit, eine Runde durchzuatmen. So, aber ich glaube, sonst haben wir hier erstmal nichts Großartiges. Platz machen bitte. Ihr verzieht euch nochmal. Hallo, Rosa. So, da ist leider verschlossen.
Ich müsste hier, sag ich mal, durch. Gib mir ein Explosivfass. Shit. Ja, ruckelt's leider gerade ein bisschen. Das ist nicht schön spielen. Also, aua. So, keine Likes für die Likens. Alles klar. Wir haben jetzt den ersten etwas heftigeren Kampf überstanden. Sind, glaube ich, alle. Ne, wir sind nicht geheilt. Schade. Haben wir noch Heilung? Nö. Könnten aber noch was herstellen. Ne, können wir nicht, weil Kraut fehlt. Aber ich glaube, da hat irgendeiner Kraut liegen lassen. So. Ja, hier sehe ich einfach nur drum, möglichst lange durch. Also halt die bestimmte Zeit hier durchzuhalten. Allerdings können wir uns jetzt auch noch mal heilen. Bevor wir jetzt da durchgehen, würde ich noch einmal schnell hier die Ecke ablaufen, weil jetzt sollte es hier ruhig sein. Ob wir noch irgendwas an Kisten oder so vergessen haben. Das hier oben haben wir mitgenommen. Da drin ist auf jeden Fall noch was. Ja, Pistolenmunition. Noch ein Kraut. Flintenmunition, sehr schön. Können wir direkt mal nachladen. Ein explosives Fass. Hier hätten wir auch nochmal die Tür verbarrikadieren können. Ich glaube, oben war auch noch ein bisschen was hier. Übersicht. Immerhin. So, aber ja, das, wie gesagt, das erinnert so ein bisschen an die Szene, wo Leon sich dann im Dorf im vierten Teil verteidigen musste. Da gab es ja auch einiges zu verbarrikadieren. Das Haus haben wir, glaube ich, auch noch nicht so ganz abgesucht. Von daher würde ich da nochmal kurz rein. Mal schauen. Ja, und wie gesagt, hier ist es jetzt halt eben auch so, dass die Gegner halt zufälliges Zeug droppen, Pulver, Reste,
Und so weiter und so fort. Noch ein Kraut, sehr schön. Haben halt nur keine Chemikalie dafür. Wahrscheinlich wird es da dann auch wieder dran mangeln, wie schon beim letzten Teil. So, das hatten wir. Hier brennt eigentlich quasi nur alles vor sich hin. Jawohl. Genau, hier waren wir. Hier ist halt ein bisschen was niedergerannt worden oder niedergemacht worden. Das soll aber jetzt auch erstmal nicht stören. Gut. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.